Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Beim letzten Mal haben wir von Piri Reis ein bisschen was über das Herstellen von Bomben oder die verschiedenen Bombenarten mehr oder weniger kennengelernt. Und jetzt machen wir uns mal wieder daran, etwas über Niccolo Polos Buch herauszufinden oder etwas darüber herauszufinden, wo Niccolo Polo die Schlüssel versteckt hat. Zur Bibliothek von Masyaf. Buongiorno, merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ein bekanntes Gesicht, ja. In dem alten Handelsposten der Polo-Brüder könnten Hinweise auf den Aufbewahrungsort der Masyaf-Schlüssel versteckt sein. Untersuchen Sie das Gebiet, um seine Geheimnisse zu lüften. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venetia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Da haben wir doch was gefunden. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Na, das hoffen wir ja. Mal sehen, was da drin ist und ob wir irgendwas über den Aufenthaltsort der Masyaf-Schlüssel finden. Damit kommen wir nämlich dem eigentlichen Ziel, in die Bibliothek Altairs zu kommen, wesentlich näher. Uiuiui. Guten Abend. Findest dich hier. Verdammt, die Byzantiner sind hier. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Okay, die Byzantiner sind schon hier. Das macht die ganze Sache natürlich nicht gerade einfacher. Die Geheimtür in Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig. Nicht entdeckt werden. Ja, das könnte schwierig werden. Was habe ich denn für Bomben dabei? Ich habe noch 2 Donnerbomben. Ja. Okay, das mit dem Nicht-Entdeckt-Werden könnte schwierig werden. Ich erinnere mich, dass das hier ziemlich schwierig war, aber mein Gott. Ich habe es auch mal geschafft. So viel war sicher. So viel weiß ich noch. So. Ne, hier nehme ich mal lieber den... Will ich darüber oder darüber? Ich glaube, ich will aber den normalen Weg gehen. So. Weil da drüben hätte ich nichts von. Hier kann ich wenigstens oben bleiben. Wo sind denn die Templer hin? Zack. Aber ich habe kein Problem damit. Solange, wenn ich mich nicht gegen mit Templern messen muss, habe ich kein Problem damit. Und alle hopp. Gut. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Und zack. Noch eine Kiste. 2 Kisten sogar. Salpeter. Und was haben wir hier noch? Hagel. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier für Bomben herstellen können. Ein paar Bomben werde ich auf jeden Fall noch gerade herstellen, weil wir die brauchen können. Ach ja, in den Dingern ist auch immer irgendwas drin. So, mal schauen. Schauen wir doch mal, was wir hier haben. So, ich werde mal ganz kurz die Bomben zerlegen. So, einen tödlichen Beutel. Dann nehme ich was mit Gift. Mit Gift ist immer gut. Also was mit... Ich fange in der Regel immer mit dem Spezialteil an, da ich da immer dann weiß, was ich... wie der Rest aussehen soll bei Gift. So, bei dem Pulver ist das, dass es... kleiner Radius, mittlerer Radius, großer Radius. Für Gift nehme ich, denke ich, so einen Radius. Und wir nehmen eine Aufschlaghülse. So, wir nehmen davon mal 3 Bomben.
gucken wir mal, was haben wir im taktischen Beutel? Lammblut, Krähenfüße, Phosphor. Das ist was mit Qualm. Ich glaube, ich nehme das mit Qualm. Dann nehmen wir dann natürlich möglichst großen Qualm. Und auch Aufschlaghülse. Nehmen wir auch mal 3 von. So, und hier haben wir jetzt natürlich Ablenkungsbeutel, Salpeter, entsteht ein heller Rauch. Nehmen wir mal den Schwefel. Ja gut, viel Platz haben wir nicht. Nehmen wir die Verzögerungshülse, obwohl es eigentlich egal ist. So, okay, ja, viele Bomben haben wir jetzt nicht, aber immerhin so ein paar. So, und dann schauen wir doch mal. Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Okay, durch diese Tür müssen wir also durch. Ach du Heilige. Den Templerhauptmann eliminieren. Nebelbombe nimmt Ziel in Sicht und unterbricht den Sichtkontakt. Habe ich eine Nebelbombe? Ja, ich habe eine Nebelbombe. Da ist der Templerhauptmann. Aber hier sind überall Templer. Und zwar überall. Da hinten ist der Hauptmann. So, ich würde sagen, wir klettern hier erstmal hoch und schauen uns das Ganze von oben an. Vielleicht ein Söldner? Woher kenne ich den Mann nur? Scheiße! Beeilung! Ich hab wohl Verfolgungswahn. Da ist nichts. Das war haarscharf. Ich habe natürlich auch vorher meine Sachen nicht aufgefrischt. Das ist ziemlich blöd gewesen. Bleibst du jetzt da stehen? Das wäre total geil. Dann kann ich hier hochklettern. Perfekt. So. Gut, das war schon mal knapp genug. Dann schauen wir mal. So. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier 2 Wachen. Da haben wir den. Den können wir da hinten ziemlich gut umbringen, ohne dass es jemand merkt. Wir müssen bloß noch da hinkommen. Da hinten wäre ziemlich perfekt. Ist die Frage, ob wir da unentdeckt hinkommen. Okay, perfekt. Das hat geklappt. So, jetzt müssen wir nur noch auf ihn warten. Mehr Hülsen, das ist natürlich perfekt. Und mehr Phosphor, gut, den brauchen wir nicht unbedingt. So, wo bleibt der denn? Der kam doch hier hinter auch. Wo bleibt der denn? Kam er nicht auch hier hinter? Ich dachte. Was für ein Kohlfresser dieser Hunde war. Komm schon her, mein Freund. Ein Kohlfresser war der Hunde, aha. Wo bleibt der denn? Da kommt er. Wo geht er lang? Jetzt kommt er hier rüber. Zack. So. Das war das. Und dann können wir uns noch das Ding hier nehmen. Kacke! Wir haben dies bemerkt. Das war jetzt natürlich klasse. Ach, Mist. Das war jetzt so nicht... Hätte einfach das Ding nicht mehr nehmen sollen. Ich kann den nicht kontern. Das ist blöd. Aber das hatten wir ja schon mal. Oha. Alter, ach, ich kann ihn nicht kontern. Das sind alles so eine blöden Kunden. Alter, mein Kampf ist schrecklich geworden. So. Alter. Jetzt verreckt doch endlich. Gut, wir sind entdeckt worden. Ich hätte einfach nicht das, die blöde Kiste nehmen wollen. Ja, aber jetzt kann ich sie auch noch nehmen. Jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr. Schade. Gut, das nächste Mal weiß ich, dass ich das nicht machen darf. Aber mein Gott. Ist jetzt passiert, können wir nicht ändern. Durch geht's. Man weiß ja, wie man es hätte machen sollen. So, die Erkundung fortsetzen. Ich bin es leid hier unten. Ach, die sind da drüben, na gut. 8 Stunden in dieser Region. Da hoch müssen wir.
Aber da ist noch was, um Bomben herzustellen. Da können wir kurz noch ein paar Bomben herstellen. Hier sind auch noch mehr Kisten. Perfekt. Phosphor. Britisches Pulver. Wie viel Phosphor man findet, ne? Noch mehr Aufschlaghülsen, meine Fresse. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe bisher nur Aufschlaghülsen genommen, ne? Abbrechen. Wir fügen hier mal einfach noch eine Bombe hinzu. Hier fügen wir noch eine Bombe hinzu. Und die lösen wir auf und machen nochmal neu mit Aufschlaghülse. Das war das mit dem Schwefel, ne? Akustische Köder wollte ich, genau. Nehme ich jetzt einfach arabisches Pulver, weil wir davon am meisten haben. Nein, arabisches Pulver, Schwefel, Bombe herstellen. Was fehlt denn? Ach so. Gut. Sollte erstmal reichen und dann geht's weiter. Ich habe zwar jetzt gar keine Bomben benutzt, aber momentan brauchte ich sie ja auch noch nicht. So, was haben wir denn hier? Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Na, mal sehen, ob wir hier unentdeckt durchkommen. Ach, wieder den Templerhauptmann eliminieren, um an den Schlüssel zu kommen. Na, als ob's was Neues wäre. Oh Gott, ich muss heute oft niesen. Das ist echt zum Kotzen. So, wie komme ich da rüber? Kann ich mich daran festhalten? Nee, das sind nur Risse, glaube ich. Und hier rüberklettern kann ich auch nicht. Alter, was ist mit euch kaputt auf einmal? Ja gut, sonst müssen wir uns den halt holen da unten. Ganz vorsichtig. Der arbeitet ja hart. Können wir uns ihn holen. Der hat's nicht gemerkt. Die Kiste lasse ich jetzt, weil es nichts werden würde, weil er mich sonst sehen würde wieder. Und hoch hier. Gut, das klappt ja schon mal. So. Hier waren aber auch noch welche, das weiß ich. Frage ist, wie viele? Gut, den holen wir uns mit Wurfmesserchen. So, hier geht's noch weiter hoch. Perfekt. So, zack, das. Oh, wie viel Phosphor? Jetzt ist Phosphor schon voll, ey. Und tschüss, bevor du noch irgendwas bemerkst. Und weiter geht's. So. Wie viele Leute haben wir hier oben? Eins. Ach, jetzt hat mich sogar der Hauptmann entdeckt. Das gibt's ja nicht. Zwei sind hier oben. Vielleicht ist Bombenzeit angesagt, hä? So, wir haben ja einmal eine Nebelbombe, eine Kirschköderbombe zum Anlocken. Aber erstmal den Hauptmann ausschalten, der stört mich gerade am meisten. Zack. So, das war er. So, dann mit der Kirschköderbombe. Wo sind die beiden? Ich denke, ich habe ihn ausgeschaltet. Habe ich ihn nicht getroffen? Ja, geil. Ist ja auch mal eine Variante, ihn einfach nicht zu treffen. Jetzt aber. Nicht? Wieso treffe ich den nicht? Geht doch. Okay. Aber dafür werde ich entdeckt. Meine Fresse. Auf ihn! Geht mich auf der Stelle. Alter, ich will was ganz anderes machen. Ich will nämlich das Schwert ziehen. Und ich habe fast kein Leben mehr. Alter Falter, läuft das schlecht. Ach Mist. Na, ist auch nicht so gut gelaufen. Aber ist einfach nur... Oh, kann ich nicht blocken. Ich kann irgendwie auch keinen Ausweichschritt mehr machen. Alter. Bereit? Jetzt! Kommt schon her. Jetzt stört mich doch mal nicht mehr so. Weg, weg, lasst mich einfach in Ruhe. Alter, warum bin ich denn so schlecht geworden im Kämpfen? Das gibt's überhaupt nicht. So, von hier hätte ich den wahrscheinlich umbringen sollen. Aber mein Gott, ne? Kann man nicht ändern. So, ihr kommt ja nicht hier rüber. Das ist das Geile. So. Medizin wenigstens noch einmal. So, und jetzt klettern wir hier runter.
ja, Medizin nehmen und durch. Tschüssikowski, ihr Idioten. Gott, das lief ja mal überhaupt nicht so, wie ich das geplant hatte, ey. Aber das auch nur, weil der Giftpfeil einfach nicht treffen wollte. So, mehr Bomben herstellen. Eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf neue Bomben. Das funktioniert irgendwie eh nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. So, wir nehmen bloß mal die ganzen Kisten noch mit und gehen dann weiter. Mann, wie groß ist denn diese Anlage hier noch? Ist ja schrecklich. Da unten sind noch Templer. Gut, die können mich ziemlich am Arsch lecken. Denn ich gehe einfach hier rüber. So. Hier unten ist noch jemand außer uns. Ach Mist. Halte die Augen offen und die Fäuste bereit. Na gut. Heppa. So, wer von euch ist der Anführer? Das bist doch du, oder? Hab ich doch gesehen. So, jetzt benutze ich aber die Bomben als erstes. Um möglichst viele zu treffen. Als erstes werdet ihr mal alle da in die Mitte gelockt. So, und dann kommt die Datura-Bombe ins Spiel. Du sollst nicht den Typen anvisieren, sondern dann möglichst gut darüber werfen. Und tschüss. So, das wäre der Hauptmann gewesen. So, jetzt kommen vielleicht gleich noch mehr. Die kriegen dann gleich noch eine Datura-Bombe ab. Na, kommt her. Und tschüss. Mist, ich habe nicht alle getroffen. Das war natürlich blöd. So, und du, mein Freund... Ach Mist, den habe ich ja natürlich nicht mehr. So. Das warst du. So, und wir gehen hier mal ganz locker rüber. Während ihr da drüben beschäftigt seid, machen wir uns hier... Oh Gott, wie soll ich denn da rüberkommen? Ich weiß, glaube ich, wie das geplant ist. Oder denke es zumindest. Und zack. So, und während alle da beschäftigt sind, mache ich mich hier durch die Tür. So, weiter, 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 weiter. Hier geht's nicht weiter. Kacke. So. Nur so zur Sicherheit schon mal ausschalten. Ich habe mir auch blöderweise zu wenig Material mitgenommen, als ich hier losgegangen bin. Den noch plündern, damit wir noch ein bisschen was bekommen. Natürlich bekomme ich nur Wurfmesser. Die ich gerade am meisten brauche. So. Und dann durch hier. Tschüss, ihr Idioten. Die kriegen auch nichts mit, ne? So, und jetzt müssen wir das verborgene Geheimnis finden. Wo ist die geheime Tür? Da ist sie doch. Alle hopp. So, mal schauen, was hier drinnen versteckt ist. Dass das die Templer noch nicht gefunden haben, naja. Ich meine, da waren Assassinzeichen drauf. Aber gut. Oh, das ist einer. Das scheint einer der Schlüssel zu sein, die wir brauchen. Perfekt. Na also, damit haben wir einen. Und damit können die Templer schon nicht mal mehr alle bekommen. So, jetzt müssen wir nur noch wieder raus hier. Und eine Karte haben wir auch erhalten. Ja, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's sogar zweimal verkackt, das habe ich mitgekriegt. Aber das war nicht immer nur meine Schuld. Muss ich ja dann nochmal ganz klar ansagen, ne? Es war auch meine Schuld beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal war's... Also war's nicht meine Schuld, da hat der Giftpfeil einfach nicht getroffen. Und ich muss dringend nochmal üben zu kämpfen, gerade gegen diese mit den... blöden, langen Sperren, weil da will ich irgendwie, will mir momentan irgendwie gar nichts, will irgendwie gar nichts klappen. Na, da bin ich wieder. Salve, Ezio. Ihr wart lange fort. Was habt ihr gefunden? Etwas, das euch interessieren könnte.
Mio Dio, che meraviglia. Und hier ist mein Geschäft. Seht euch den Rand an. Seltsame Symbole. Und das sind Titel von Büchern. Wahre Schätze. Einige dieser Bücher sind seit 1000 Jahren verschollen. Niccolò Polo versteckte diese Bücher in der Stadt. Die Karte sollte uns zeigen, wo. Ihr interessiert mich langsam ein wenig. Soweit ich das sehe, brauche ich diese drei Bücher zuerst. Sie müssten Hinweise auf die restlichen enthalten. Molto curioso. Man fand einen unter dem Topkapi-Palast. Aber wir haben noch Zeit, die anderen zu kriegen. Wer fand ihn? Männer, die nicht lesen. Sophia, könnt ihr diese Karte lesen? Mir helfen, die Bücher zu finden. Übergebt ihr sie mir, wenn ihr fertig seid? Wir werden eine Lösung finden. Ja, und damit haben wir endlich einen der Schlüssel bekommen. Und jetzt können wir eigentlich auch gleich mal noch. Sollte hier nicht noch was anderes sein? Ach, egal. So, da bist du ja, Yusuf. Salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüssel. Ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch gerade nicht mit oft Kontakt Roma. Mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Klingt ja echt nett. Ja, bevor wir aber... Genau. Und zwar haben wir hier noch die Quest mit der Gruft. Bevor wir aber ganz kurz... bevor wir weitermachen in der nächsten Folge, holen wir uns schnell noch die Information, wo sich die Gruft befindet. Versteckte Gruft, Kerker von Vlad dem Fehler. Ha, na gut. Aber, wie wir mit den Roma sprechen und wie wir vielleicht weitere von der Masyaf-Schlüssel finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dahin. Ciao.